Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der History Brotherhood. Im letzten Part haben wir unseren Plan in die Tat umgesetzt. Mal schauen, ob wir die Frau von Bartolomeo wirklich retten können. Na gut, setzen wir dem Baron ein Ende. Lass mich hier rüber. Hab ich schon mal gesehen. Seh ich nicht. So, mal schauen, wo mein Ziel ist, beziehungsweise es sich verbirgt. Baron sollte doch irgendwo hier in der Nähe sein. Ah, jetzt klettert er schon hoch. Nein, nicht runter. Da sind meine Ziele. So, komm schon. Lass. Ich muss anonym werden. So, jetzt danke. Wo ist der? Merk! Ein ziemlich Charakter. Ich werde dich nicht vergessen. Oh, oh nein, Freundchen! Ja, klappt doch ganz toll. Verdammt. Das klappt ja mal wieder sehr, sehr gut. Nicht. Okay, ich darf keine Rekruten rufen. Ich muss wirklich den Baron als erstes erledigen, ohne entdeckt zu werden. Es wäre halt einfacher, wenn ich irgendwie Munition hätte. Na gut, jetzt ist es auch erledigt.
wollte nur Respekt. Respekt wird verdient, nicht vererbt oder verkauft. Vielleicht habt ihr recht. Ich brauche mehr Zeit. Che tu sia pari nella morte, requiescat in pace. Silea! Verlass mich nie wieder. Ohne dich war ich verloren. Wirklich? Aber du hast mich doch gerettet. Ezio hatte einen brillanten Einfall. Hatte ich nicht. Es war die Idee eures Mannes. War es? Du bist mein Prinz. Den Titel muss ich mir verdienen. Wirst du? Hab Dank. Ja, okay. Waren sogar weniger als 5 Minuten. Ein Wunder. Hätte ich nicht geglaubt. Schlüssel zur Burg. Na, okay. Mal eliminieren, sind wir beinahe wieder unentdeckt. Halt, ich kann ja auch von hier oben rein. Das vergesse ich jedes Mal wieder. So, wir haben noch eine Feder. Und können theoretisch unsere Rekruten noch verschicken. Wo geht's hier noch mal hin? Keine Ahnung, was hier ist. Sieht aber aus wie. Eine Art Kirche. Ja, wir sehen es doch, dass unsere Rekruten hier überall rumstehen, wenn sie nichts zu tun haben. So, weitere Rekrut ist Level 7 erreicht. So, den einen Rekruten können wir noch hinzuholen. Da wir den Botscherturm erledigt haben, beziehungsweise ein Teil. Weiß nicht, ob wann man da neue Rekruten haben kann. Schicken wir die zwei dahin. Silona, haben wir noch einen einfachen Auftrag. Die zwei könnten die schaffen. Ich hoffe mal. Da man die ja auch theoretisch verlieren kann bei der Mission, in der sie sterben. Von dem her hoffe ich immer, dass sie es überleben.
einen neuen Rekruten hier aufs Level zu bringen. Es dauert wieder länger. So, Moment. Ich möchte hier hin. Da wir gesehen haben, dass da noch ein Cluster ist bei der französischen Burg. Beziehungsweise bei der Feste da. Und den möchte ich natürlich noch holen. Moment, wo war das jetzt nochmal? Das war irgendwo Richtung Mauer. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie lange wir uns sind. Bartholomäus-Männern. Auf jeden Fall haben wir hier noch einen Assassinenkandidaten. Die Befreiung Roms hat begonnen. Grazie, diese Borgia Bastardi. Aber ihr seid ein bemerkenswerter Krieger. Könntet ihr mich unterrichten? Ja, natürlich machen wir das. Ah, nicht mal sogar richtig gelaufen. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt die Frage, wo ist hier der Cluster? Da wurde ja hier angezeigt, dass der hier irgendwo ist. Ich weiß gar nicht, wie weit man auf die Mauern darauf kommt. Moment, das haben wir gleich. Datenbank, jetzt Einträge, da. Eine ganze Reihe von Koordinaten, die schauen, also ein bisschen, genau. Das Castra war die antike Kaserne. Okay, irgendwo hier bei der Kaserne. Es gibt zwei Orte, entweder hier beim Eingang oder da, wo wir ihn erledigt, also wo wir den Baron erledigt hatten. Na, habe ich mir beinahe gedacht, dass es eher hier hinten ist. Mal schauen, wie schwierig der Cluster wieder wird. Ich hoffe, dass er nicht zu schwierig ist. Cluster 8. Laden. Okay, ist wieder so ein Drehrätsel. Sollte es eigentlich nicht so schwierig sein. Halt, 2:2.
Hier ist jetzt kein schweres Rätsel, ist aber nur ein nerviges Rätsel. Der bewegt sich alleine. Der bewegt den Äußeren mit. Der bewegt die zwei Inneren mit. Der bewegt den Mittleren mit. Das ist ganz toll. Ich kann schon wieder am Anfang. Wieso muss das so beschissen gemacht sein? Wie kann ich das richtig machen? Kann man doch gar nicht richtig machen, oder? Moment, man kann es schon richtig machen. Das nervt mich gerade ein bisschen. Wie kann man das richtig drehen? Irgendwas sehe ich schon wieder. Mensch, es nervt mich.
Oh, es ist schon wieder ganz toll. Ah, es hat geklappt. Guten Abend und willkommen im Fernsehen. Alles klar. Laden. Abstergo Industry, Forschungsabteilung, September 1958, lieber es. Die Forschung ging schneller voran als erwartet. Wir haben bereits einen funktionierenden Prototyp, der die Fähigkeiten des IES über ein Netzwerk nachahmen kann. Wenn auch mit weit geringeren Identität. Die Tests werden vor Ort mit Subjekt 4 zwischen seinen Aminus-Sitzungen fortgesetzt, wie geplant. Wenn alles gut läuft, ist es weltweit einsetzbar. Ihr Traum wird bald wahr werden. Bald findet sich Kapitalisten und Arbeiter in einem geschlossenen Kreislauf, der sich und für die Menschheit vielversprechend ist. Keine Kriege mehr, nur Schreibtische, Autos und Fernseher. Wir werden sie beschützen und ihre Sicherheit gewährleisten. Firma. WV. Laden. Unendlich. Unbenutzte Dimensionen. Ich bin allein. Nichts lebt. Kein Licht. Keine Wärme. Pakete, Hüllen, bewegen sich durch das Dunkel. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Okay. Und wieder eine Telefonsitzung. Ich sitze jetzt bei einfach Rätsel hier. Das muss weg, das kann hin. Muss die Hand von beiden noch richtig binden. Das ist zu viel. Das ist alles zu viel. Das sieht schon vielversprechender aus. Die ersten beiden Kurven sind noch falsch.
Das muss rund. Das muss eigentlich auch weit runter. Das war's. Hallo, Konstantin, Kundendienst. Sie sprechen mit Diana. Ich rufe an wegen Ihres HD-Kabelfernsehens. Da ist irgendeine Art Bild zwischen den Kanälen. Nun, das ist komisch. Sind Sie sicher, dass es keiner der Pay-TV-Kanäle ist? Ich habe zu Hause auch nur das Standardpaket. Und manchmal kommen die anderen Kanäle durch, wenn mein Sohn Jimmy mit der Fernbedienung spielt. Wie alt ist Jimmy? 10 und zuckersüß. Danke der Nachfrage. Mein Paul ist 12. Aber nein, es ist nicht die Fernbedienung. Ich schalte von Kanal 172 auf 173, aber stattdessen lande ich auf einem Kanal dazwischen. Ich sehe es mir gerade an, irgendeine Art Menü. Klingt nach unserem TV-Guide. Wissen Sie, erst gestern hat Jimmy... Es ist nicht der TV-Guide. Da steht mein Nachname, der Name meines Sohns, eine Liste mit Dingen, die wir mögen, Kreditkartenkäufe, Darlehen, Reisen. Und dann, danach, kommt dieses Kauderwelsch über biometrische Muster und die optimale Wiederholungsfrequenz. Da ist so eine Art Herzmonitor. Und daneben steht drahtloses EEG und ARAS. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Aber es sieht aus, als wäre Ihr Kabel so programmiert, dass es einen Einfluss auf unsere Körper hat. Nun, Sir, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich... Eine Sekunde, gerade kommt meine Vorgesetzte. Sie sagt, ich solle sie weiterverbinden. Einen schönen Tag mit Konstatik. Hallo? Ich wurde über Ihr Problem unterrichtet. Ein Techniker ist schon auf dem Weg. Danke, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Unser Techniker sollte jede Minute da sein, Mr. Jameson. Kein Problem, ich... Daddy, da ist ein Fremder an der Tür. Er hämmert ganz doll dagegen. Einen guten Tag, Mr. Jameson. Laden. Na, okay, hört sich ja ganz toll an. Zu schnell zusehen, schnell bewegen. Vom 1 in den. Vom 1. in den 2. schalten. 0 bis 100. Nicht nachdenken. Also ein Auto. Zusehen, schnell bewegen. Okay. Okay. Laden. Ist da jemand? Hallo? Hallo? Laden. Quarantänezone. Obwohl Online-Spiele viele Leute von der Realität ablenken, sollten wir dafür sorgen, dass diese virtuellen Welten nicht zu utopisch werden. Die Menschen sollen den eigenen Misserfolg in der echten Welt schließlich nicht hinterfragen, oder? Ja, stimmt. Sollten sie wirklich nicht. Stimmt. Da war noch eine Quarantänezone. Die letzte Quarantänezone nochmal. Wenn wir zu vielen Quarantänezonen wird es schon anstrengend. Ja, wir haben 8 von 10. Es fehlen nur noch 2 Cluster. Allerdings werde ich den mal wieder viel zu langen Part an dieser Stelle auch schon beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nicht so sollt, könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von das Street Pirate Video.